Es gibt doch unten eine Tür, oder was ist das hier? Ach, muss man vielleicht hier raus? Aber das kann nicht sein. Wir kommen ja oben drauf. Hier kommen wir nicht durch. Der ist im Quarantänezimmer. Das muss ja eigentlich hier unten drin sein. Aber die Tür hier geht nicht auf. Wenn wir von der anderen Richtung kommen? Von der anderen Richtung? Vorne nicht hier. Weil dann... Hm? Wie sind wir jetzt so schnell da rausgekommen? Ja, ich bin reingekommen. Und wie? Ich muss einfach ein Stück zurückgehen. Ach, hier! Ah. Und Mondstein. Mondstein. Den Ingenieur nicht selber töten? Ein Bot wird den infizierten Dahl-Soldaten töten und dadurch das Vertrauen der Investoren festigen. Ich sage dir das nur, um mich daran zu weiden, wie dein Gehirn rotiert, bei dem Versuch, die Anzahl der von mir verwendeten Silben zu begreifen. Aha. Sie sind sehr unfreundlich. Da ist der Dahl-Soldat. Lass ihn von meinem Bot töten. Da ist er ja. Wahrscheinlich kriegt der Bot es nicht geschissen. Das wäre jetzt geil. Soll ich ihn einfrieren? Nee, wir schießen ihn gar nicht an. Kann sowieso nichts. Ich glaube, wir dran vorbei. Ja. Du kannst mir nichts anhaben. Na, der Roboter, was macht er? Lass mal sehen. Oh, episch, epischer Fight! Der schießt auf dich! Pass auf! Versuch hinter den Soldaten zu gehen. Komm mit. Autsch. Er verfolgt dich. Ich gehe hier ins Eck, damit er mich nicht mehr sieht. So, und jetzt? Komm mit, Roboter. Komm mit. Geht beide auf mich. So, jetzt spring in meine Ecke. Spring in meine Ecke. Jawohl. Einer hat schon gesessen. Oh, nice. Stell dich einfach hinter ihn. Ich geh mal weg. Ja, komm, hier komm ich in die Ecke. Hier ist es schön gemütlich. Achso. Okay, ich friere ihn ein. Ja. Ich friere ihn ein. Frostbollen Rang 2. Zum Nachhelfen. Ja, aber ich muss kurz aufhören, weil sonst mache ich ihn noch mit Eisschaden weg. Warte. Ja, warte mal. Nee, 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 mach du nix. Jetzt höre ich auf. Jetzt höre ich auf. Ja, jetzt taut er wieder auf. Jetzt. Jetzt. Ja, der hat noch mal volles Leben. So. Jawohl. Gut. Und jetzt setz ihn in den Bereich fest, damit meine Männer ihn später abholen können. Komm, da ist gut raus aus dem Mondstein. Oh, das ist ein Badass. Freule. Das kann man bestimmt patchen. Scheiß drauf. Das Ding macht boah, da kam was Böses raus. Nimm die Granaten. Ich... Der Roboter nervt. Müssen fest? Wir festsetzen. Ja. Wie machen wir das? Stören oder Bot sichern? Ich würde sagen Bot sichern. Komm mit. Wie Bot sichern? Wieso zerstören? Der hat doch gesagt festsetzen. Ja, dann stellen wir einfach ein hier. Komm. Jo, ich bin da. Spät mit ein. Der klemmt sowieso unten fest, der ist festgebackt. Na gut so. Ja, und jetzt? Du musst mit hier. Achso, ich muss. Das ist erforderlich. Achso. Ich bin ein Genie. Jacks Entwürfe sind nichts im Vergleich zu meinen. Wenn ich die Programmierer auch noch die Freund-Feind-Mechanismen tweaken lasse, ist alles perfekt. Freund-Feind. Ja, Jacks Büro wieder. Ah, okay. Haben wir jetzt endlich wieder nur die Hauptmission, weil es ist mir ein bisschen so viel Nebenmission. Wir sind gerade mal. Ich bin fast Level 26. Siehst du, wo ich überall hingeschossen habe? Ein bisschen. Alles was ist. Sieht man das?
Alles getroffen außer. Ja, alles getroffen außer die Gegner. Einmal drumherum. Ah, geil. Ich frage mich, wann wir noch für das Spiel brauchen werden. Ne? Ewig beim alles machen. Nur die Hauptstory, vielleicht nur eine halbe Stunde. Ja, wahrscheinlich. Boing. Alles klar, Amena. Schneller als du. Wow, ich bin voll auf dich gesprungen. Boing. Das ist übrigens auch so ein festgesetzter Roboter. Kann man ihn noch loslassen? Ja. So. Genau, das haben wir alle Forderungen gemacht. Echt? War das das? Okay. Oh. Hey! Nein! Oh, schade. Ich bin schon fertig. Sieht voll cool aus. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. So, also behalte ich, weg damit. Weg damit, weg damit. Weg, weg, weg. Na, ja, jetzt kommen die wieder. Weg, keine weg. Viecher. Weg, weg, weg. Ich habe zwei Skins gefunden, wo habe ich denn die her? Weg, 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 weg. Weg. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. Jetzt bin ich hier, zack, zack, zack. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Waffen, Waffen, Waffen. Okay. Ah, Munition kaufen. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Möge es nicht auf deinen... Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen. Also ich werde jetzt erstmal, wenn wir mal wieder irgendwann mal in Concordia ankommen. Ich glaube heute nicht mehr. Ja, glaube ich auch nicht. Aber ich könnte wieder was. Quatsch! Da ist auch das cool. Ja, die ist echt cool. Aber ich weiß nicht, ob die bei... Ich glaube, wenn wir Level 26, 27 sind, können wir mal den Gegner probieren, den einen, oder? Ja, den Lava und so. Da kann man ein bisschen länger farmen oder öfters farmen. Oder öfters farmen, meinst du, wenn wir über 30 sind? Ja. Lila Granaten hat der verloren. What? Da hat gerade ein normaler Mob, den ich nur gemessert habe. Lila Granaten. Also, messer die mal, Freddy ein und messer die. Das ist irgendwie. Hab ich grad schon ein paar Mal. Okay. Anscheinend fällt da ganz gutes Zeug raus, wenn man die spezial. Oh, der Raketenwerfer sah gerade cool aus. Oh, okay. Laufen heißt sie, die Wiese. Ich lauf, du chillst mal. Ich mach grad Hocken. Warte. Bert ist Rang 1188. 920. Nahkampfdamage. Maximale Gesundheit. Vielleicht was macht mit dem Blut im Kreuz? Nee, ich glaube nicht. Oh, ich lass mal kurz meinen. Oh, ich will mit Roland spielen. Einfach geschützt setzen und weiter rennen. Ja. Ja, mein Wolf macht doch genau dasselbe. Der macht gerade hinten alle Gegner platt, wenn ich weiter renne. Oder machst du das? Ich mach's gerade ein bisschen. So. 3, 2, 1. Ich finde mein Schild voll cool. Das passt sich echt dem Gegner an. Wenn ich Korrosionsschaden bekomme, Korrosionsresistenz. Wenn ich Eisschaden bekomme, Eis. Das ist voll nice. Die ist echt nice. Das ist... Und endlich sind wir fertig mit den ganzen Nebenmissionen. Warte mal kurz. Ja, voll. So, abgeschlossen. Nice. 26. Verschieß die Kleckse. Was? Wir haben eine... Jetzt habe ich zwei Sniper drin. Mal kurz. Probier die mal kurz. Haben wir die neu bekommen? Schau mal, wie die aus. Schieß die Kleckse, what the fuck. Schau mal, die bollern voll am Boden rum. Moment. Schieß mal. Ah, die ist ja cool. Kann man auch von der Wand abprallen? Ja, die prallen auch von der Wand ab. Krieg ich auch selber Damage dadurch?
Wie oft prallen die von der Wand ab? Ne, einmal nur. Habe ich kurz eine Feuerwaffe, weil ich jetzt auch gerne die Papiere verbrennen. Wenn die noch da sind, sind die Papiere wieder da. Ja, warte. Feuerwaffe? Habe ich eine Feuerwaffe? Das ist die Kleckse. Ja. Nein, hast du getroffen, jetzt hast du getroffen. Jo. Nice. Ablage F wie Feuer. Flex. So. Dann einmal. Flex. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hey, das geht sogar. So. Jetzt machen wir die Hauptmission weiter. Jo. Die Feuerrate. Warum stand ich denn? Die Feuerrate von der Waffe. Die ist richtig retarded. So, Concordia sind wir, oder? Hoffe ich doch. Nee. Nein, wir sind gerade einen Triton Fetzer. Wir können besser Concordia noch. Oh, ich habe nämlich 91 Mondsteine. Sicherung und Laden. 99. Hier ist eine Frostwaffe im Angebot, eine Strahlenwaffe zum Einfrieren, aber wir haben jetzt die. Ah, neues Schild. Verbraucht 4. Ja, nee. Das Medikit, was hier im Angebot ist, würde ich mir mal kann ich dir empfehlen für 13.000. Ja, das Schild. Warum ist es gut? Passt Elementarresistenz jetzt letzten Schaden an und erhöht maximale Gesundheit. Wenn du das brauchst. Okay. Das ist halt wirklich nice, dass da ist dein Schild nicht gleich weg. Wenn dich jemand, wenn du zum Beispiel ein Schild hast gegen Eis und jemand schießt dich mit Korrosion an. Hat es hier mehr Schild gebracht auch oder hat es so ein besseres eigentlich? Ja, also, das hat minimal ein bisschen mehr Kapazitäten. Hat er die ganzen Boosts gedroppt. So, warte, ich hol dir wieder einen Raketenmond-Buggy. Und zwar in lila. Warte, wolltest du nicht in der Concordia zurück? Ja, okay, kann man auch machen. Wie ich aussehe. Ich sehe aus wie Wolverine mit. Wie heißt aus Star Trek der blinde Schwarze, der so ein komisches, ganz dünne Brille trägt? Kennst du den? Was? Der dünne Schwarze? Es gibt in Star Trek, ich weiß nicht welche. Wie nennt man das? Es gab ja verschiedene Versionen von Star Trek, sprich die verschiedenen Generationen. Da wo der Glatzköpfige der Captain ist. Kennst du Glatzköpfigen, den alten? Ich kann ja gerade irgendwie nicht. Alter, die Sniper, die angeboten wird. 167.000. Heiß und fettig. Plus 120. Können wir Geld zusammenlegen? Plus 120.000 noch. Ich hab 72. Plus 120% kritischen Trefferschaden. Alter. Die ist nice. So, ich hab einen neuen Skin. Weltraumpirat. Sieht denn das aus? Nee, Hacker sieht dann. Oder? Weltraumpirat. Soll ich mal den drin lassen? Oranger Blitz. Kampf der Titan habe ich. Funktionalität. Boah, der ist cool. Fensterzwerg. Was? Schmutzgelb. Blauer Stahl. Das ist eigentlich meine Lieblingsfarbe. Ich muss ganz kurz Skillpunkte zurücksetzen. Echt? Weil die Skillung, wie sie hatte, gefällt mir überhaupt nicht. Wie sehe ich aus? Ich bin jetzt der Weltraumpirat. Kostet es was, das hier zurückzusetzen? Ja. Wie viel kostet es? 1900. Achso, das kostet nur eine kleine Gebühr, oder? Und ansonsten nichts. Naja, nur eine kleine Gebühr, die ist eine Pauschale halt, ne? Okay. Wird es dann immer mehr mit der Zeit? Ja. Gibt's für mich so, 5. Wenn ein Gegner lässt, erhöhen sich deine Treffergenauigkeit. Was habe ich nochmal in meinem Inventar drin, warte. Kritischer Schaden 44 und hier nochmal um 20. Ich mach 66% mehr kritischen Trefferschaden. Nice. Aber wo ist denn das? Feuerunterstützung, der erste im Kampf und Zielfernrohr. Der erste im Kampf habe ich auch, okay. Okay. Zeit für ein Upgrade. Zack.
Okay, ich sag's mal. Du kannst Waffen beim Rennen abfeuern. Genau, das habe ich. Energieumteilung. Warte. Zielfernrohr. Wo ist denn der Skill Zielfernrohr? Ach, das war das. Warte. Okay. Der erste im Kampf Feuerunterstützung. Der erste im Kampf und Feuerunterstützung. Das sind Feuerunterstützung. Wahrscheinlich drüben bei. Ach, hier Feuerunterstützung. Okay. Mehr Schaden. Okay, dann vernachlässige ich erstmal meine HP-Skillung. Wenn deine Schilde erschöpft sind und deine Gesundheit niedrig ist, werden einige Sekunden lang deine Schilde schnell aufgeladen, wenn du Schaden nimmst und deine Schadensresistenz steigt. Dieser Effekt an deiner Abwehrzeit. Krisenmanagement wird aktiviert, wenn dein Schild völlig erschöpft ist und erhöht deine Feuer- und Nachladegeschwindigkeit sowie Wolfsfeuerrate für kurze Zeit. Dein Schild muss sich. Was ist besser? Mehr Feuerrate und so oder mehr Gesundheitsgrenzwert, Schadensresistenz und sowas? Lädt Schild 20% schneller auf. Mehr Damage, wenn ich schon Damage skill, oder? Ich skill Damage, dann soll ich doch hier auch auf Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate, Wolffeuerrate erhöhen, oder? Mache ich das. Waffenschau, du wirst in jeder Hinsicht besser mit Waffen. Waffenschaden, Genauigkeit. Wie viele Skills habe ich noch? 7. 1, 2, 3, 4, 5. 2 habe ich noch. 1. Nice, jetzt habe ich die Vergeltungskanone geskillt. Mittleren Baum habe ich fast fertig. Ich könnte noch ein Ding. Ich mache meinen komplett voll. Also einen Baum komplett voll. Okay. Ja, weil die Effekte ganz gut sind. Okay, ich habe jetzt die Kanone hinten drin. Also wenn ich jetzt mein Schild weg ist, dann bekomme ich. Ich habe jetzt zwar weniger HP ein bisschen, ich habe jetzt noch 1338. So, ich brauche SMG-Munition. Wo ist SMG? Pistole. Auch niederer Rittenwaffe. Laser kostet nur noch 50. Achso, nee, kostet nur 50. Ich spare jetzt langsam auf. Neuen Rucksack. Nein. Komm, Mondstein, jetzt können wir einen neuen Rucksack holen. Jetzt habe ich noch 100. Ich hätte gesagt, auf Waffen wieder aufwerten, aber. Waffen aufwerten? Ja. Ich mache den Rucksack nochmal größer. Kann ich mir gar nicht. 50, easy. Bei mir kostet es 100. Ja, ich kann mir gar nichts mehr. Ich habe nur noch 6 Mondsteine. Ich habe jetzt meine SMG-Muni voll erhöht. Okay. Ja, da kann ich schon 1100 mitnehmen, glaube ich. Ja, vor allem, warte, ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Dann denk an Markus Munition. Für Level 22 hoch. Effektiv gegen Fleisch. Ja, willst du denn den Lavohund probieren oder eher nicht? Was? Jetzt schon? So, Raketenwerfer benutze ich sowieso nicht. Meine alte Sniper. Level über uns. Warte mal, Level 20, Level 20. Geht's Müll? Müll. Klassenmod. Ne, Abklingzeit brauche ich nicht. Feuerschaden brauche ich nicht. Müll. Müll. Level 19, du gibst mir schon alles. Achso, das ist ein besonderes, okay. Okay, ich behalte nämlich alle Waffen, wo dieser rote Text dazu dasteht. Die haben wir nämlich alle mal in der Mission bekommen. Die ganzen Missionswaffen, die hau ich alle in mein Safe rein, irgendwann. Wenn ich den Platz dazu habe. Ich bin sicher, dass wir das schon bald. Aber die goldene Sniper für 167.000. Die würde ich schon gerne haben, die sieht geil aus. Dann lege ich mal ein bisschen was ab. Wenn ich noch Platz habe. Wow, ich habe noch einen Slot in meinem Ablagefach. Genau, ich wollte noch einen Sniper verkaufen. Okto bedeutet 9. Die Schrotflinte haue ich mal rein. Okay. Ich habe alles verkauft. Alles? Ja. Also ich habe auf der 1 immer noch die Laserwaffe mit dem Strahl. Auf der 2 die Einfrier-SMG. Auf der 3 habe ich die Pistole, die muss ich raushauen. Auf der 3 habe ich. Was habe ich denn da rein? Schrotflinte? Nee, doch. Die Schrotflinte und auf der 4 mein Sniper. Hey, geh weg.
Und bist du fertig? Warte, ich weiß noch nicht, welche Snap ich verkaufen will. Ich habe nämlich zwei. Eine mit Korrosionsschaden und eine mit Fleisch. Also mit Feuer. Beide Level 20. Aber die macht nur 200. Der Lava-Hund ist, also der ist, glaube ich, Säureschaden. Okay, warte, Säure. Ich habe jetzt das selber drin, die macht Frost. Von daher. Ja, okay. Wollen wir probieren? Können wir machen. Was sind wir denn, Level 26? Können wir das schaffen? Wann haben wir das letzte probiert? Vor 10 Leveln. Mit 16 haben wir es, glaube ich, probiert. Oder 17. Ja, da ging es halt nur nicht. Da ging es gar nicht. Ja, ein bisschen zu arbeiten. Ja, wir wissen ja, wo es hingeht. Wir brauchen diese kleinen Fahrzeuge, ne? Ja, nicht unbedingt, aber ja. Okay, dann hole ich mir einen mit Raketen. Hast du einen neuen Kopfskin? Ja, ich habe den Piraten drin. Sieht behindert aus. Ich weiß, deswegen nehme ich's ja. Bumm. Oh, ich habe mich festgepackt, Hui, ich bin oben. Ich bin in Lava, nicht so gesund. Okay. Are you coming? Yes, my friend. Alter, die macht gleich eine Feuer. Na, bin ich außerhalb gespawnt. Ja, ich warte auf dich. Ich mach die Viecher für dich weg. Mein Wolf macht die schon weg irgendwie. Die ziehen meinem Schild nichts ab. An diesen One-Hits für meinen Wolf. Ah, der Schild ist aber echt ganz gut gegen den. Wie willst du jetzt hier hochkommen ohne Fahrzeug? Warte. Einfach hochjumpen. Ja. Ach, da kommt man auch so hoch. Ich glaube übrigens, man kann hier in Lava laufen, das macht gar keinen Damage. Die Lava zieht ja auch nichts ab, oder? Doch, jetzt ein bisschen. Ja. Also, ich habe nicht mehr so viel Sauerstoff. Ist da unten Sauerstoff drin? Ja, da ist Sauerstoff. Okay. Warte noch auf mein Ulti, warte. Ich habe den nämlich gerade eingesetzt. Wenn mein Schild weg ist, dann mache ich ordentlich Damage. Und wenn ich am Boden liege, noch mehr. Ich bin jetzt auf Full Damage gegangen. Damage ist besser als Schaden, ja? Oh, fertig? 5, 4, 3, ja, jetzt. YOLO! Ach, da unten das. So. Ist es soweit? Ah, fuck, ne? Können wir den einführen? Nee, oder? Ah, wir machen schon Damage. Langsam wird schon. Granaten-Spam. Das ist ein Giftmonster. Also die Kost ist mit dir ganz gut. Ja. Oh ja, halt rein ins Maul. Ein bisschen Schaden macht. Ich weiß nicht, ob eine Laserwaffe gerade besser wäre. Ja, der ist ziemlich verlangsamt, ist es. Ja. Autsch. Ich habe jetzt meinen Laser aktiv, sehe ich gerade zum ersten Mal. Oh, nice. Okay, das sieht doch cool aus. Oh, ich bin down. Warte mal kurz. Kannst du mir aufhelfen? Mit Sauerstoff. Halt auf ihn. Ja, ich halte auf ihn. Ich komme zu dir gerannt. Warte. Sei mir fatal. Mit Sauerstoff aufhelfen. Oh, scheiße. Nein. Wo sind denn kleine Viecher? Da ist eins. Bei mir ist einer. Nein, du hast einen. Okay. Ich friere ihn ein. Der ist direkt vor mir. Er wird weggekickt von dir. Ja, ich bin tot. Weißt du, ich komm nicht hin. Wie, hättest doch mir das Viech gelassen. Ich lag doch schon länger am Boden, du. Ich hab dich halt revived, aber ich bin immer an dich hingekommen. Nein, das kleine Viech, was du mir weggekillt hast. Wo spawn ich denn hier? Jo. Achso, das stimmt. Aber, oder? Na komm schon. Oh komm, noch ein kleines Fitzelchen noch. Kill ihn! Ich kann nicht, muss noch laden. Ist er tot? Ich komm von oben. So ein kleines Mühe noch. Der müsste eine Rakete bekommen. Alter. Ich wechsle mal kurz auf Laser. Vielleicht mache ich damit mehr Damage. Au, oh, der hat mich mit seinem Schwanz ge... Der haut mich in die Lava hinter! Alter, echt jetzt? Ich komme. Ich bin am Arsch der Welt.
Warte. Ich respawn dich. Nein, ich bin gleich da. Du kannst dich auf das Stingray. Was? Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Ich hab die XP bekommen, ja. Alter, da rutscht was in Lava rein. Nimm mich mit. Auch wenn es nur Muni ist. Naja. Oh, ich hab da irgendwas aufgenommen. Was ist für Level? Alter. Alter. Für Level 28 ist das alles Mondstein. Ja. Mondsteinhaufen. Ja. Da ist Munition. Raketen? Mondstein. Nicht Raketen, okay. Sondern Granaten. Da ist ein Enforcer-Klassenmod. Ich habe keinen Sauerstoff mehr, warte mal kurz. Eine weiße Schrotflinte. Oh, eine weiße gleich. Mehr Sauerstoff. Ach, ich muss darüber gehen. Sanro sammelt wieder ein. Kam da Kai, ja, die grüne Scheiße. Kam da auch ein Skin raus oder irgendwas? Nee, bist du nicht. Da ist Mondstein. Eine grüne SMG für Level 28, Mondstein. Aber sehr viel Mondstein. Eine weiße SMG für 27, eine 27er Schrotflinte. Grüne Pistole. Kam da Kai Gold eine Waffe raus? Hier liegt eine Lila-Waffe am Boden, eine LMG. LMG? In der Mitte ungefähr. Was haben wir hier? Grünes Ostkit, ein schlechtes. Naja. Ja. Noch ganz viel Zeug. Ah, Mondstein. Ah, Mondstein. Geil. Eine Kack-Laserwaffe in Weiß. Geld. Ja, das ist der Kombination. Jo. Sonst noch was? Und der respawnt jedes Mal, wenn wir hier wiederkommen, oder wie? Weiß ich nicht, wie man das. Aber hier ist noch ganz viel Mondstein. Da ist noch was Grünes, ein grüner Sniper. Siehst du noch was? Nee, ich schau gerade hier hinter. Kommt man da hinten hin oder ist da End of Map? Wo kommt man hier raus? Ach, da. Ist hier End of Map? Sonst bin ich jetzt tot. Hier ist End of Map, das ist eine Textur. Ha! Ha! Heiß! Okay. Wir hätten doch Raketen. Ich hab die übrigens mit der Schrotflinte gekillt, die hat so eine Feuerrate. Warte. So schnell wie ich schieß. Ah, okay, den kommen wir raus. Brauch übrigens nochmal Sauerstoff. Ja, wenn man trifft. So. Trifft man doch. Du was? Nein, du hast mich rausgeschlagen. Du musst ein Stück zurück. Ach so. Warte, lass mich mal. Du wärst einfach nur gerade hoch. Nee, du musst ein Stück zurück. Ah, okay. Okay. Ja, du hast mich. Hab ich dich gerade schon wieder rausgeschlagen? Warte mal. Komm mal nochmal rein. Was? Komm mal nochmal rein. Hast du das bei dir nicht dran? Alle Spieler sind ordentlich. Wir müssen beide erstmal raus. Okay. Kann ja sein, dass er jetzt gleich nochmal spawnt, oder? Glaube ich nicht. Ja. Ich geh mal raus. Lass mal kurz nach Concordia reisen. Ja, warte mal. Spiel mal, du kannst schon mal gehen, aber. Ja. Warte. Du bist wieder dran bei mir. Ja, bei mir auch. Ich geh mal runter. Spawnt aber nichts. Nee, da kommt nichts mehr. Ja, wäre auch jetzt zu cool, wenn der jetzt immer wieder käme. Und. Das wird geil sein, oben, oder? Ach, scheiße, jetzt bin ich wieder gegen die Wand gekommen. Ja, das ist wieder geil. Dann reißen wir kurz mal Concordia, ja? Und dann wieder zurück. Ja, oder ich beende den Stream, weil wir sind schon bei. Wir sind jetzt seit 3 Stunden, 32 wieder beim Dattel. Komm, einmal machen wir den jetzt noch. Mit Raketenwerfer diesmal. Ich fliege! Bin angekommen! Ja. Piu, 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 piu. Wie ein Podracer. Haben wir noch eine Nebenquest offen? Ich glaub nicht, ne? Nope. Der Anfang vom Ende. Oh, Springs, bist du hier, du geile Lesbe? Wie sehe ich denn da nochmal im Menü aus? In der Lava kann man echt laufen. Ich bin ein richtig geiler Pirat. Ich
Ich habe sogar eine Augenklappe aus Metall. Ja, richtig geil. Herzlich willkommen, Kunde. Okay. So, erstmal den ganzen Müll verticken. Ja, oh, das hätte ich jetzt in Concordia gemacht, aber okay. Ja, wenn hier schon gerade ein Shop ist. Enforcer-Klasse, also Schildkapazität um 290 erhöht, Magazingröße um 28%, 3 Skill auf der erste im Kampf, plus 2 wandelnde Festung und kalter Krieg. Ja, ist halt lila, ich behalte ihn mal erstmal, weil er für Level 27 ist. 9 Granatenmod. Okay, zerstört Atemmasken. Sei gegrüßt, Nina, gut für dich. Nina, gut für dich. Würdest du Granaten wieder bevorzugen, die 7 Bomblets spawnen mit 1300 Schaden? Oder würdest du eine Granate bevorzugen, wo nur halt eine Granate ist, mit weniger Radius, macht 1800 Damage der Fischer, 1300 und zieht Gegner in die Mitte, bevor sie explodiert? Mit dem Zusammenziehen ist ganz gut. Ja, cool. Aber hat halt einen kleinen Radius, ne? Eher Flächendamage mit weniger Damage, also wenig Damage gut verteilt oder viel Damage auf einem Fleck? Muss man halt gut zielen. Maximaler Shatterschaden. Shatterschaden. Schmetterschaden 3000. Shatterschaden. Shatterschaden. Shatter. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Nicht sterben. Okay. Wie lass ich das denn? Ich glaube, ich muss hier doch einen Raketenwerfer reinhauen, wenn es so weitergeht. Ihr macht mal gut Geld. Bisschen viel verdient. Okay. Nach Concordia. Wo ist Concordia? Ich glaube, es ist an Mondstein um die 30, oder? Ja, ich hatte 6, jetzt habe ich wieder um die 30. Irgendwie sowas. Ich weiß, was Kraft. Was Kraft? Ach so, ja. Hast du noch ein Waffen? Wieder zurück, oder? Ach so, ja. Du Mungo. Ich glaube aber nicht, da muss ich das Biom muss ich erst wieder komplett resetten. Das geht, glaube ich, erst nach einem kompletten Neustart des Spiels. Glaube ich jetzt. Da kann man aber sehr gut farmen. Das heißt, dann aus dem Spiel raus, kurz wieder hinrennen, verkaufen, raus, ins Spiel rein, hinrennen. Muni kaufen. Wie Muni kaufen? Das wollte ich noch machen. Achso. Hast du etwa vergessen, Muni zu kaufen? Ja, bevor es mir ausgeht. Ich habe übrigens keinen Raketenwerfer mehr. Was soll ich stattdessen verwenden? Ich habe jetzt die Pistole rein. Mach hinne! Oh ja. Das sind stylische Farben. Pulverblau, markant. Was? Markant Amarant? Oh ja. Beste Farbe. Hä? Mein Fahrzeug spawnt nicht. Das ist wieder der Bug. Ich support mich auf deins. Kann das Fahrzeug. Ich bin ein bisschen. Ja. In Lava. Achso. Achso. Bist du nicht hochgekommen? Nee, ich spawne im außerhalb. Ja, du musst ja auch richtig drauf springen, warte. Ich lass dich erstmal hoch. Wie die stirbt. Du musst immer an die Seite hingucken, wo du aussteigen willst. Ja, ja, das macht trotzdem nicht bei mir. Okay. Will er nicht. Oh, heiß, heiß, heiß. Kommt wieder das. Alle Spiele sind erforderlich. Ja. Ja. Okay, ich. Schau mal. Nö, da kommt nicht. Okay. Oder? Nee. Nee, dann können wir speichern und beenden, oder? Weil ich weiß auch nicht, wie man hier rauskommt. Weil hier ist auch gerade nicht das Ding zum Hochspringen, oder? Wie man rauskommt. Ja, du musst einfach das Ding aufschießen, oder? Wo? Wo ist es? Das war hier. Ach stimmt, das ist weg. Ja. Na geh wie die Hunde. Ja. Das ist natürlich ein bisschen fies. Okay, dann würde ich sagen. Beende ich das Let's Play hier auf YouTube an dieser Stelle. Der kleine Sandro, der denkt wohl, der kann hier raus, aber nix da, nur wenn es Viech killt, erscheint. Bin draußen! Ey! Wir bedanken uns fürs Zuschauen, hoffen, du schaltest auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play, in der nächsten Aufnahme ist ja schon besser gesagt. Wenn es wieder heißt Let's Play Borderlands Zepri Sequel mit Le Class. Wir haben nur wieder eine Hauptmission, die da heißt Der Anfang vom Ende.
Story-Mission, man bekommt einen Skin, einen Kopfskin und 12.252 minimal viel XP. Ja, wir sind auch schon Level 26 1/4. Bis dann. Ciao, Leute. Servus.